So. Jetzt ist die Frage, ob das besser geworden ist. Oh ja. Jetzt sogar der Spielesound synchron. Hat sich die Software aufgehängt? Ist ja bescheuert. Vor allem der PC macht hier nichts. Ja, okay, der läuft jetzt seit einem Tag und ich weiß nicht warum. Ja. Vielleicht hat er seine gute Nacht nicht gut bekommen und deswegen macht er Probleme. Naja. Dann... Ja, ich muss mir das später mal angucken. Vielleicht ist es wirklich jetzt, dass der PC einen Neustart braucht oder sowas. Oh, kann ich das nochmal eben leeren? Hier unten habe ich doch irgendwo Rohre hergestellt. Hier. Die zwei Dinge machen. Ist das hier nicht wie in Stardust Factory, dass du auch noch auf die Pumpen achten musst. Sonst... Verdammt, zu wenig rum. Da. Ich glaube, dann würde ich durchdrehen. Und dann, wenn die auch noch ein Pumpvolumen hätten und maximale, oh Gott, hast du hier irgendwann 400 Rohre, die da lang fließen, einfach nur um das Wasser darüber zu bringen.
Was ein bisschen schade ist, du siehst nicht, wie lange die Produktion noch dauert. Aber ich würde dann mal die Chance nutzen und einmal eben kurz auf Klo laufen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. Hallo. Oh Gott. Ich hätte gerne Übersicht über die Verbräuche aller Materialien, also quasi Tablet, wo ich drauf steht. Xenophoritplatten XM. Ja, kann ich verstehen, dass man einfach Statistiken hat und dann sieht, okay, ich müsste jetzt doch noch irgendwie 3 Plattformen mit Xenoplatten herstellen, einfach nur, weil ich sonst zu wenig in der Massenproduktion habe. Eigentlich auch eine coole Idee. Naja, mal gucken. Vielleicht kommt
sowas noch. Wäre auf jeden Fall nice. Dass du dann halt auch, oder vielleicht Bauabschnitte sehen könntest. Dass man das einfach definieren kann. So, keine Ahnung. Hier ist jetzt Bauabschnitt 2 und was wird denn da verbraucht und was wird hergestellt? Dass man dann sehen kann, okay, hey, ich verbrauche, ich stelle gerade so viel her, dass ich eigentlich noch XY bräuchte. Ja, auf jeden Fall. Thank you.
Idee ist jetzt, das Ganze hier so anzuschließen. Und hier kommt dann das Wasser und das soll ich hier nach oben fahren. So, das hier ist der Treibstoff. Der kommt hier. Glaube ich zumindest, so. Die inneren sind Treibstoff, die äußeren sind... Ach, verdammt. So. Das passt sogar, als ob ich es geplant hätte.
Oh. Was ich auch noch ein bisschen blöd finde, ist, oder was ich cool finden würde, wenn du mit mittlerer Maustaste die Sachen hier einfach kopieren könntest. Oder dass du das dann ins Inventar bekommst. Nee, zum Beispiel, ich habe ein Rohr im Inventar, mach Mittelklick und ich nehme dann dieses Rohr halt. Aber weil ich hier Rohre im Inventar habe, kriege ich das. Oder ich klicke hier den Boden ab und dann geht der automatisch hier drauf. Irgendwie so. Irgendwie sowas, aber ja, vielleicht kommt das ja noch. Dankeschön, KTM Race TV. Was? Dann kann ich jetzt hier einfach auch...
Okay, das ist mit Steuerung natürlich echt mies. Okay. Gibt es irgendwas mit Shift-Q? Shift-Q geht nicht. Egal. Ja, das funktioniert anscheinend nur Steuerung. In dem Fall richtig. Nee, funktioniert, egal. Dass das erstmal geht, ist auch nice. So. Jetzt ist die Frage. Viele haben wir hier in an Sachen. Zehn. Okay. Wissen, wie viel wir Strom herstellen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thank you.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich weiß nicht, ob ich gerade übertreibe, aber...
Manni, weißt du, ob man bei Lastenaufzügen auch Zwischenstufen bauen? Ups. Zwischenstufen bauen kann? Heißt, dass man mehrere Stockwerke damit abfrühstücken könnte? Vielleicht. HD. Aber da habe ich schon eine andere Idee. Falls man hier noch ein Stockwerk oben drauf setzen müsste, könnte man hier hinten auch einfach zwei, vier Aufzüge wieder setzen und das dann hochfahren lassen. Oder in dem Fall für die anderen halt runterfahren. Ihr habt Netzausfälle? Warum habt ihr denn Netzausfälle? Och nö. Ja, okay. Das passiert ja schon fast so oft, dass man da echt keinen Kommentar zu mehr machen muss. Wow. Oh Gott, Hilfe. Ja, ich drück die Daumen.
Achso, dann holen wir uns jetzt nochmal Plattform, damit wir das ein bisschen weiter ausbauen können. Und dann müssen wir ja bald in die Vorproduktion von... von den Igniumstäben gehen. Danke, einen schönen Abend dir noch und dann bis die Tage und viel Spaß dir noch beim Zocken auf jeden Fall. Bis denne, dankeschön. Schon wieder alles verbraten. Na sauber.
Wir müssen auch noch die Doppelten machen. Oh. Okay. Ja, so ganz gut. Ich bin jetzt gerade an der Fuel Production dran. Und ja, die wird ein bisschen größer. Ah ne, die Fuel Production habe ich fertig. Jetzt bin ich gerade an dem Energiegrid dran und versuche ordentlich was herzustellen. Das hier noch hin, dass sie richtig gebaut werden. Ach Gott, oh Gott, oh Gott.
Also das sollte uns reichlich Power generieren. Habe ich noch eine große Kiste? Nö. Okay, dann nehmen wir die große Kiste. Okay, dann haben wir jetzt den Anfang der Fuel Production. Dann haben wir fast die Fuel Production abgeschlossen. So.
Backtrack machen. Okay. Gott. So, Landeplattform voraus. Und damit sollten wir... Das heißt... Okay, damit sollten wir auch Zwischenspeicher hier haben. Hier haben wir dann den Input.
Wir sollten die dringendst upgraden. Das geht ja mal gar nicht. Beziehungsweise eine Produktion für Förderbänder Stufe 3 herstellen. Geht ja mal gar nicht, wie lange das immer dauert. Beim Power Grid. Wie das da mit dem Kram aussieht. Hier das Gleiche. Thank you.
Oh. Oh. Ja, das läuft hier schon die ganze Zeit, zum Glück. Ja, und jetzt wird hier nach und nach die Fuel-Produktion in Gang getrieben. Eingang. Vorher drauf gucken können. Ah, es ist spät. Alter Schwede. Ja. Fehlen mir dann denn noch überhaupt?
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Hier kriegen wir erstmal nichts, also gucken wir mal, was wir bauen können. Eigentlich wollte ich ja Forschungspunkte Stufe 3, aber das ist leider nicht mehr drin. Noch genügend.
Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Stahlträger. Dann holen wir Stahlträger. Ich bin echt gespannt, was wir an Energie herstellen werden. Das kann ja nur völlig absurd werden. Ja, das ist auch absurd. Definitiv. Und wie weit bist du da schon? Und vor allem, du hattest ja gesagt, das wird die längste Maschine, die du da je gebaut hast. Würde mich mal interessieren, wie von was für einer Länge wir da jetzt wirklich sprechen. Thank you.
Okay, machst du das mit dem Schneemann oder? Wie machst du das? Okay, das ist ja seltsam. Und du musst es auf Soja bzw. Tofu machen. Ach du Kacke. Wie macht man denn das? Da hast du dir ordentlich was vorgenommen. Und was kommt dann danach? So, dann verbrauchen wir hier erstmal die Energie, den Treibstoff. Okay.
Gott. Ah, okay. Was zur Hölle, ey. Verdammt. Thank you.
So, ich glaube, ich werde das da genauso bauen wie hier. Auch mit 6 von diesen Öfen. Hier Röhren. Damit wir das richtig verkabeln können.
Dann jetzt nochmal. So, was brauche ich denn für den? Dingenskirchenlicht. Lichtbogen. War der hier unten? Nee. Hier. Da. Nee, Gießerei. Verdammt. Ah. Okay. Gott, Hilfe. Da. So, Stahl. Und dann... Lichtbogen. Leiterplan noch. Die Gießereien.
So, wie breit sind die denn? Neun. Oh. Verdammt. Telluxidbarren. Oh Gott. Okay.
sollte mir definitiv vorher mal die Beschreibung von dem ganzen Kram durchlesen.
dann stimmt die Verkabelung hier zumindest schon mal. Alter Schwede. Bodenplatten, damit wir da die Schmelze und die Schredder einbauen können. Hey.
damit sollten wir jetzt Prozessoren herstellen. Und hier habe ich es schon wieder verkackt. Oh, doch nicht. So. So.
mein Gott. Zwei Minuten.
Hilfe. Stahlträger, Polymer, Platten, fortgeschrittene Maschinenteile. Und Rohre.
Okay. Das wird langsam echt übertrieben, das Teil. Alter Schwede, das wird so ein Krampf, das hier alles zu verkabeln.
wofür brauchst du denn Strom? Hast du wieder irgendwas Großes gebaut?
erst von die gefüllt und jetzt von die gefüllt. Okay, gut. Uns mal das Texolid-Vorkommen an. Jetzt wird da ein Schuh draus. Jetzt können wir da so ein paar Sachen abfrühstücken.
produzieren wir denn jetzt an Strom? So, damit kriegen wir Polymere dahin. Das sollte ja auch schon mal zumindest ein bisschen was bringen.
Nice. Und was ist dein nächstes Bauprojekt dann? Okay. Nice. Das kann ich dir nicht sagen. Die müssen auch Zugriff auf das Baulager haben. Dann bringen die da was nach oben. Ich müsste lügen, wenn ich dir weiterhelfen könnte. Ich weiß es gerade nicht. Kann es vielleicht irgendwas sein mit... hast du den Funkturm mit Strom versehen? Weil ich glaube, für die Bauprojekte auf der Raumstation muss er dauerhaft Strom haben.
Okay, komisch. Vielleicht heben die auch erst ab, wenn du eine bestimmte Anzahl an Ressourcen zur Verfügung stellst oder so. Aber keine Ahnung. Guck mal. No power. Oh, verdammt. Okay, nee, das sollte völlig ausreichend sein. So, alter Schwede, ey. Das geht auf den Kopf, das glaubt man gar nicht.
sind fast da. Yay. Sieht das schlimm aus. Ja, ich glaube, das längste Projekt oben dauert 20 Minuten oder so. Also, um Firmalitstangen zu bekommen, musst du Wartungsdrohnen verkaufen. Die kannst du hier einschalten. Musst du hier vorher auf Konfigurieren und Auswählen gehen. Und hier musst du auf Konfigurieren und auch nochmal auswählen gehen. Und... ja, dann fängt er an, oben welche zu verkaufen. Oha.
Jetzt kann ich das Power Grid fertig bauen. Damit haben wir genau das geschafft, was ich heute nicht schaffen wollte. Eigentlich wollte ich das lilane Forschungspaket anfangen. Ja, da hast du recht. Deswegen hatte ich das dann doch noch fertig gebaut. Und ich bin jetzt gespannt, wie die Anzeige aussieht. Vor allem, ich habe jetzt wieder mit den Wartungsdrohnen gestartet. Und die ziehen so hart an den Ressourcen, das ist unglaublich. Kriegst du da irgendeine Meldung angezeigt? Und was auch noch wichtig ist. Das muss mir eben einen Moment geben. Noch nichts verkauft, okay. Du musst hier die Landerampe schon repariert haben und die Verkaufsplattform, damit du da was bekommst. So. Alter Schwede.
40 Megawatt werden gerade konstant verbraucht. Und das ist ein Viertel von meiner Energie. Das ist nice. Ja, das kann sein, dass es genau das ist. Ja, das ist immer so. Du bist da irgendwo dran, freust dich, dass was passiert und dann... Oh, und dann kickt die Enttäuschung rein. Holy crap. Ja. Aber. Ich würde sagen, für mich war's das jetzt. Ja. Ich wollte auch noch eben die Energiezufuhr abschließen und dann Feierabend machen. Und, ja, genau. Also. Werde ich jetzt in die Tonne hauen und Feierabend machen, weil das war heute echt. Ja, das der Rechner will auch nicht mehr, der will auch Feierabend haben. Naja, also. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend. Eine gute Nacht. Und danke fürs Dabeisein auf jeden Fall. Und. Ja. Gehabt euch wohl. Und dann schönen Feierabend. Und gute Nacht nachher. Danke fürs Dabeisein. Genau, der PC, der muss auch in die Haie. Ist alles nicht mehr so feierlich. Also, gute Nacht, schönen Abend euch noch und dann bis morgen. Ciao.